Ja, ich danke meinem Vorredner und bewundere seine Standfestigkeit. Gut, also ich werde jetzt unter der Überschrift Der Weg in ein EU-Imperium der globalen Großkonzerne ein bisschen Staatsrechtkunde machen. Und da muss ich, so sehr gut ich seine Rede auch fand, dem Woyner in ein paar Sachen ein bisschen widersprechen. Aber wir sind ja auch hier, um verschiedene Standpunkte zu hören. Also ein bisschen Rechtsphilosophie, so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Die Zeit der Französischen Revolution brachte im Europa der Neuzeit eine ganz neue Ära im Verhältnis Staat und Bürger. Der Vorläufer, das republikanische Rom und das antike demokratische Athen, waren nach ihren Glanzperioden dann auch sehr schnell, geschichtlich gesehen schnell, wieder zum Imperium expandiert, das war Rom, oder zur alten Form der Monarchie, das war dann Griechenland. In einem monarchisch geprägten Europa war es aber gerade Frankreich. Frankreich erhob die Fackel der bürgerlichen Freiheit und wollte einen Bürgerstaat erschaffen. Das ist etwas ganz anderes als ein imperialer oder monarchischer Staat. Und dennoch ist diese hehren Ziele der Französischen Revolution sind leider nachher in Seen von Blut ersoffen. Dennoch ist die Freiheitslehre aus der Anfangszeit der Französischen Revolution eine rechtsphilosophische Grundlage aller folgenden neuzeitlichen Republiken geworden. Es gibt keine, die nicht auf diese Ideen abstellt. Wer sich ein bisschen in der Philosophie auskennt, der weiß, wer Jean-Jacques Rousseau war, mit seinem Du contrat social au principe de droit politique, also vom Gesellschaftsvertrag oder vom Prinzip des Staatsrechts, geschrieben hat. Seine Werke wurden erst verboten, als er sie geschrieben hat, nämlich 1762. Dennoch ist das Ganze sozusagen unter der Decke eine schwelende Bombe geworden für die monarchischen Strukturen in Europa. Und 1789, die berühmte Französische Revolution, da flammte dieses Gedankengut aus. Auf, manche. Rousseau sah als ausschließliche Basis der legitimen Macht den allgemeinen Willen des Volkes, den Volonté générale, des aufgeklärten Menschen, das ist die Zeit der Aufklärung, aber immer im Lichte der Beachtung des Gemeinwohls. Nur dann ordnen sich alle freiwillig und überzeugt dem Gesellschaftsvertrag unter. Das kann man auch bei Immanuel Kant nachlesen, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, nämlich mit seinem kategorischen Imperativ: Handle stets so, dass die Maxime deines Wollens die allgemeine Gesetzgebung werden könnte. Also den Kindern sagt man, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist, sagen wir mal, eine sehr, sehr einfache Definition davon. So, und gleichzeitig bildete sich dann in dieser Zeit ein Rechtssystem heraus, das die Frage der Rechten und Pflichten der Bürger und zwischen Bürger und Staat untereinander regelte. Diese unverzichtbare Dreifaltigkeit von Staat, Freiheit, Recht ist das Wichtigste als Grundlage des Gemeinwesens. Und damals sagte Jean-Jacques Rousseau, Freiheit ist, dem selbstgegebenen Gesetze zu gehorchen. Die Idee der Freiheit macht nämlich die Würde des Menschen und des Bürgers aus. Diese Freiheit und die für uns alle gleich geltenden Gesetze sind die Voraussetzung für die Gerechtigkeit und für den Schutz des Einzelnen vor dem primitiven Recht des Stärkeren. Es ist das Merkmal einer Zivilisation, dass der Stärkere sich dem allgemeinen Willen, der im Gesetz seinen Ausdruck und seine Form erhalten hat, freiwillig aus Vernunft und aus Einsicht unterordnet und dass der Schwache in der Gesellschaft auf dieses Recht auch vertrauen und bauen darf. Deshalb steht auch in dieser Freiheitsgedanke ganz vorne in Artikel 2, Absatz 1 unseres Grundgesetzes.
Ich wiederhole jetzt nicht nochmal ganz, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und so weiter. Und dann, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und sich nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das ist der eigentliche Kern des russischen Gesellschaftsvertrages. Daher haben fast alle Völker dieser Welt diese allgemeine Erklärung des Menschenrechts der Vereinten Nationen zugestimmt. Dort heißt nämlich der erste Artikel: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Das ist ein Anspruch, der sowohl in der Menschenrechtscharta vorne ansteht und sinngemäß auch unserem Grundgesetz. Und die was ist der Unterschied zwischen den zwischen den Menschenrechten und den bürgerlichen Rechten? Ist das nicht dasselbe? Denn bei uns im Grundgesetz sind es in erster Linie die bürgerlichen Rechte, die hier definiert werden. Und die Menschenrechte sind die Grundlage dafür. Menschenrechte sind die Rechtsnormen, die jeder Mensch in dem Moment innehat, wo er in diese Welt kommt. Das Selbstverständnis des Menschenrechts bedingt, dass es nicht erworben werden kann, dass es nicht verloren werden kann. Es ist nicht an die Gesetzgebung einzelner Staaten gebunden und unterliegt ihnen auch nicht. Es ist ein Teil des Menschseins. Die Achtung der Menschenwürde kann jeder, jederzeit, überall einfordern und muss es umgekehrt auch jedem anderen Menschen gegenüber achten. Auch das ist Zivilisation. Die bürgerlichen Grundrechte stehen auf dem Fundament der Menschenrechte, werden aber als Ausdruck der Bürger eines Staates, sich selbst eine Verfassung oder ein Grundgesetz zu geben, noch genauer spezifiziert. Und dann als im Ausdruck des russischen Gesellschaftsvertrages als Basis für dieses spezielle Gemeinwesen des jeweiligen Staates niedergelegt. So werden in den Verfassungen die Menschenrechte meistens konkretisiert auf zum Beispiel die Freiheit des Demonstrationsrechts als Ausdruck der Meinungsfreiheit oder das Recht auf freien Informationszugang. Das Wahlrecht ist eine Konkretisierung des übergeordneten abstrakten Menschenrechts auf Freiheit und Gleichheit und auf Selbstbestimmung. Ja, dann gibt es natürlich dieses schon eben angesprochene Menschenwürde als Grundlage für ein menschenwürdiges Leben, also Wärme, Ernährung, menschenwürdige Behandlung, Essen und so weiter, menschenwürdige Behandlung am Arbeitsplatz, das gibt es dann in Arbeitsrechtsgesetzen und so weiter. Also die Ausformung in den einzelnen Rechtskodizi eines Staates beruht meistens auf den Menschenrechten, die wiederum die Bürgerrechte definieren. So, wie komme ich jetzt auf diese Überschrift, dass mit der EU so langsam in ein imperiales Prinzip übergeht? Das Gegenteil nämlich von einer Gesellschaft von Freien und Gleichen, deren Menschenrechte und allgemeiner Wille zum Wohlen aller den Staat als Garanten und der Rechtlichkeit und Freiheitlichkeit einsetzt und trägt, ist das imperiale oder monarchistische Prinzip. Das heißt also, eine Demokratie, eine freie Gleichheit der Bürger untereinander bestimmt dann auch, wohin der Staat geht, welche Gesetze es gibt, sind die rechtmäßig, sind die im Einklang, wie wir alle gehört haben, auch vom Volker, mit den Grundrechten, während das imperiale Prinzip von oben nach unten durchregiert. Das, was der Monarch, der Imperator, der Diktator, egal wie man es nennt, von oben bestimmt, wird gemacht. Es ist ein Herrschaftsprinzip, was sich in erster Linie darin zeigt, dass eben das Gesetz den Untertanen aufgedrückt wird. Es gibt zwar die helle Seite dieses Prinzips, das ist der gute Tyrann oder der gerechte Patriarch, aber auch der erlässt seine Gesetze mit mehr oder weniger Gnade gegenüber seinen Untertanen. Die mögen anders heißen, aber sie sind es. Der Herrscher kann sogar eine Verfassung für das Volk genehmigen oder gewähren, aber es ist nicht durch das Volk. Und eine Republik kann im Laufe der Zeit eben leider auch schleichend in das imperiale monarchistische Prinzip übergehen.
wenn diese Strukturen sich verselbstständigen und die gewählten Repräsentanten des Volkswillens nicht mehr sich als Gleiche unter Gleichen nur mit besonderen Aufgaben sehen und nicht mehr den Volkswillen umsetzen, sondern ihre eigene Kaste der Herrschenden bilden, ist die bürgerliche Republik nur noch eine äußere Schale. Einmal ursprünglich demokratisch legitimiert, entwickelt sich diese Kaste dann im Laufe der Jahre in eine postaufklärerische Pseudo-Adelsschicht, die ihre Pfründe zu erhalten und zu mehren sucht. Das ist leider menschlich und passiert immer wieder. Das ist auch im alten Rom passiert. Und wir beobachten das auch in anderen Staatsgebilden. Das imperiale monarchistische Prinzip der Herrschaft zielt immer auf die Ausdehnung der eigenen Macht. Damit walzt es nur gedrungen irgendwann über das ursprüngliche Staatsvolk und das ursprüngliche Territorium und die ursprüngliche rechtliche Verfasstheit hinweg. Am Beispiel Roms können wir das sehr gut betrachten. Als Rom nämlich noch eine Republik war, in der zwar die Oberschicht den Senat stellte, aber dem Volk und dem Gemeinwohl an erster Stelle verpflichtet war, gab es das hochentwickelte römische Recht und jeder Bürger konnte sich darauf berufen, musste aber auch seine Pflichten erfüllen, zum Beispiel Steuern zahlen. Das römische Heer trug damals stolz die Standarte mit dem Schild SPQR vor sich her. SPQR bedeutet Senatus Populusque Romanum, für den Senat und das Volk von Rom. Imperien haben ein Problem, sie neigen dazu, sich zu überdehnen und zu zerfallen. Denn später, als Rom sein Imperium kommt von imperare herrschen, immer weiter überdehnte, die Grenzen immer weiter hinausschob, war das republikanische Prinzip einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Senatoren und Statthalter in den Provinzen schufen sich dem Adel gleich, ihre Besitztümer und Pfründe. Sie kauften sich Senatoren und benutzten sie zur Durchsetzung ihrer Interessen. Provinzstatthalter Roms, also in Provinzen wie zum Beispiel Syrien, betrieben schlicht und einfach Lobbyarbeit, indem sie Senatoren und Beamte hofieren, verwöhnten und korrumpierten, damit ihre Handelswaren, die sie als Tribut ja aus den unterworfenen Provinzen einsammeln konnten und zusammenraffen, dass sie die bevorzugt in Rom auf den Märkten verkaufen konnten, und zwar zu ganz anderen Konditionen. Sehr viel anders als die Industrielobbys heute, funktionierte das damals nämlich auch nicht. Im Volk geschah Ähnliches. Der freie, selbstbestimmte römische Bürger, der seine Rechte und Pflichten kannte, forderte und erfüllte und für seinen Staat einstand, verschwand nach und nach. Die Mittelschicht, die jeden Staat erblühen lässt, dünnte aus. Die große Masse war politisch kaum interessiert, solange das System für sie lief und es Brot und Spiele gab. Daher baute Rom das große Kolosseum und kleinere Ausgaben davon in den Hauptstädten, in der Provinz. Brotspiele und Huren hielten das Volk ruhig und von der Straße weg. Wie immer bildete das imperiale Prinzip auch den Imperator aus, den alleinigen Herrscher, der das Recht des Stärkeren ausübte, und das oft ziemlich brutal. Er war, wie das Alleinherrscher sein muss, der oberste Befehlshaber auch der Armee. Brach und schuf Gesetze, wie es für ihn opportun war, und sägte meistens schnell jeden ab, der ihm gefährlich werden konnte. Gelang ihm das irgendwann mal nicht mehr, kam der nächste Imperator und machte ihm den Garaus. Cäsar war der erste dieser Gattung. Aus diesem Namen entwickelte sich auch das Wort Kaiser, was im Deutschen eben aus Kesar und im Russischen aus Zar und im Persischen Schah wurde. Brutus war der erste Cäsarenmörder und weitere folgten. Imperien ist eins gemeinsam. Übernehmen sie sich, fangen sie an, von innen heraus zu kollabieren. Sobald die Infrastruktur überlastet wird und bröckelt, gibt es immer Unruhen. Es gab ein römisches Sprichwort, und das sagte: Die nächste Revolution ist nur zwei ausgefallene Mahlzeiten weit entfernt. Also der Hunger und die Not. Zeigt das Machtzentrum des Imperiums Zerfallserscheinungen, wird die Schwäche des Cäsaren sichtbar und er bekommt seine inneren Feinde nicht mehr in den Griff. Geht ihm das Geld aus, werden die Provinzen abtrünnig.
ignorieren Befehle aus der Hauptstadt und suchen nach Verbündeten, um sich dagegen aufzulehnen. Die reichen Händler, die Statthalter und die Provinzkönige erobern die Macht via Geld und via Handel, zahlen kaum mehr Steuern und legen sich eigene, bewaffnete Handelsflotten und Milizen zu. Ich brauche, glaube ich, keine Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Die Pläne für einen Machtblock der Europäischen Union, nämlich ein solches Imperium, liegen vor. Ich gehe nun auf die Rede seiner Exzellenz, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, ein. Als er seine programmatische Rede zu seiner Vision von Europa vortrug. Eines vorweg, seine Rede enthält auch Inhalte, denen ich zustimme, aber seine Vorstellungen für eine EU-Armee zur Demokratie und zur Frage, wie verbindliche Grundrechte und Menschenrechte sein sollten und sein werden, wenn die EU sich anschicken sollte, diese in die Tat umzusetzen, wahrscheinlich für uns Deutsche einen Gang nach Karlsruhe erforderlich machen werden. Und dafür brauchen wir ein funktionierendes Bundesverfassungsgericht, so wie der Parlamentarische Rat sich das vor 70 Jahren hier vorgestellt hatte. Nun zu der Rede. Bei der traditionellen Woche der Botschafter im Élysée-Palast hielt der neu gewählte französische Präsident Emmanuel Macron vor den ranghöchsten französischen Diplomaten, Ministern, Parlamentariern eine lange programmatische Rede. Er bereitete vor den erlauchten Zuhörerschaft ein Panorama dessen aus, wie der jüngste Staatschef Frankreichs die Rolle Frankreichs und der EU in der Welt und die Struktur Europas in Zukunft gestalten wird. Das ist spannend, was er da erzählt hat. Im Prinzip folgt der Franzose mit seiner genau durchkonstruierten Rede und den wohlgewählten Worten der großen Linie hin zu weiterer Globalisierung, Umverteilung, Integration, aber auch Verlust nationaler Identität und Souveränität, gemeinsame Kassen und Abschaffung der Bürgerrechte. Präsident Macron zeigt hier eine Blaupause für einen klar vorgezeichneten Weg in einen verschmolzenen Machtblock EU, in dem es keine nationalen Strukturen mehr geben wird. Er ist angetreten, um die alte Agenda aus den 1920er Jahren, die mit Coup de Nouveau Kalergi begann, über Jean Monnet und andere fortgesetzt wurde, nun unverzüglich über die Ziellinie zu tragen. Aus Europa ein riesiges, auf Wirtschafts- und Militärmacht zentralistisch organisiertes Monster zu erschaffen, das er selbst den Leviathan genannt hat, den Leviathan. Präsident Emmanuel Macron stellte 4 Hauptgebiete vor, um die es ihm geht. Erstens die Entwicklung einer Unionsarmee zur Verteidigung. Zweitens die Linie einer EU-Handelspolitik und die Schaffung der nötigen Instrumente dafür, strategische Investitionen im Ausland zu schützen und zu kontrollieren. Strategische Investitionen im Ausland zu schützen und zu kontrollieren. Drittens eine Reform des Asylrechts und eine europäische Linie in Bezug auf die Migration. Und Schutz der Arbeitnehmer und des Gemeinwohls. Auf das Thema Asyl gehe ich an dieser Stelle bewusst nicht ein, da es derzeit sowieso schon in aller Munde ist und es auch nicht dem Thema der Kundgebung entspricht. So, jetzt mal überlegt, was bedeutet das, die EU als Militärmacht und Unionsarmee? Ein wichtiger Punkt, den jedes Imperium braucht, ist eine große, schlagkräftige Armee. Sie dient nämlich, wie wir aus den Imperien vergangener Zeiten wie Rom oder das Unvollendete von Alexander dem Großen, der untergegangenen Sowjetunion und der heutigen USA sehen, da können wir das sehr gut studieren, nicht nur für den Fall der Verteidigung gegen Angreifer, sondern hauptsächlich und permanent dazu, den Machtbereich auszudehnen, freie Länder unter den eigenen Machteinfluss zu bringen, um sich deren Ressourcen anzueignen und die so unterworfenen Länder zu disziplinieren. Längst ist die EU schon auf diesem Weg, wie wir in der Ukraine und in Syrien beobachten können. Folgerichtig fordert Präsident Macron die Erschaffung und Aufrüstung einer europäischen Armee, die aus einer Vereinigung der Armeen der Union hervorgehen soll. Diese EU-Armee wird, Macron zufolge jedenfalls, wiederum in die NATO integriert werden.
es betrachtet diese Unionsarmee als ein Werkzeug seines EU-Leviathans, mit dem man politische, strategische und wirtschaftliche Interessen, ähnlich wie heute die USA, überall auf der Welt durchsetzen möchte. Und das bringt er in seiner Rede auch ganz klar zum Ausdruck. Da durch den Wegfall der Nationalitäten kein Bedarf mehr für die Armeen der Völker gegeneinander bestünde, liege doch die Aufgabe der Unionsarmee laut seiner Pläne nun zum ersten, wie beschrieben, in der Durchsetzung von EU-Interessen auf dem globalen Spielfeld, aber auch im Kampf gegen den islamischen Terrorismus, sowohl in der EU als auch außerhalb. In der EU, also innerhalb, soll die Unionsarmee Polizeiaufgaben unterstützen und außerhalb als Projektionsstreitkraft, wörtlich steht es da, als Projektionsstreitkraft dienen, die weltweit bei Brandherden und Terrorismus in der Welt eingreift. Ob Syrien oder Irak, Libyen oder im tiefsten Afrika, die Unionsarmee soll zukünftig, wie bisher, die US-Armee überall auf der Welt den Knüppel herausziehen, wo europäische Interessen tangiert oder Terroristen ausgemacht werden. Wir sollten uns mal die letzten 20 Jahre der Tätigkeiten der US-Armee genauer anschauen, um zu sehen, was unseren europäischen Streitkräften dann bevorsteht und wozu sie gebraucht werden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Präsident Macron äußerte sich bei seiner Rede nicht darüber, dass es in Libyen bis zum Sturz und Mord an Gaddafi keine Terroristen gegeben hatte und auch keine Flüchtlingsströme von dort nach Europa. Die Allianz der USA, Großbritanniens und Frankreichs zum Sturz Gaddafis und die Ausplünderung Libyens schufen das Problem erst. Die Rolle der EU und der USA bei der Schaffung und Finanzierung von Terrororganisationen wie Al-Qaida, Al-Nusra und IS und deren Ausbildung und Bewaffnung ist bekannt. Was das bedeutet im Zusammenhang mit einer solchen EU-Armee, kann sich jeder, der sich interessiert, ausmalen. Auf diesem Hintergrund könnte man sich die Frage stellen, ob das Einsickern von Terroristen und islamischen Extremisten gut versteckt zwischen den Strömen von gutwilligen Migranten nach Europa nicht diesen Plänen sehr entgegenkommt. Die Terroranschläge in Europa und der tägliche Kleinterror unterstreichen ja die Notwendigkeit einer effizienten militärischen Behandlung dieses Problems. Wut, Angst und Schrecken unter den europäischen Völkern über solche Anschläge und den Zusammenbruch der öffentlichen Sicherheit in den Ländern sind ein hervorragender Nährboden, um die Idee einer mit der Polizei zusammenarbeitenden EU-Armee ohne großen Widerstand zu erreichen. Natürlich würden diese dann allerdings auch gegen Aufstände und Unruhen eingesetzt. Das Volk ist laut Macron nicht mehr souverän in seinen Plänen und Wahlen werden abgeschafft. Denn die Wahldemokratie und repräsentative Demokratie in der bisherigen Form soll es in dem neuen, geeinten Europa nicht mehr geben, sondern nur noch auf lokaler Ebene, in Gemeinden, Verbandsgemeinden und Verwaltungsregionen. Nationale Selbstbestimmung und eine kollektive Politik eines Mitgliedslandes inklusive seiner Bundesländer oder Departements wird abgeschafft. Stattdessen präsentiert er einen bunten Katalog von Interessen, Dingen, Projekten, Ideen, eine Art Gemeingut, der Europäer soll dies darstellen. Der Begriff einer nationalen Kultur ist damit Macron zufolge ausdrücklich hinfällig. Kultur ist allenfalls etwas regional-folkloristisches und vielleicht auch touristisch vermarktbar. Völker als kulturell und politisch handelnde souveräne Subjekte sollen der Vergangenheit angehören. Diese neue Weltordnungs-Eurozone, die er selbst als Leviathan beschreibt, wird mit großer Macht ausgestattet werden. Dann hat er den Schutz der Arbeitnehmer und das Gemeinwohl stark thematisiert, was eigentlich eher sich wie ein unverbindlicher Wertekatalog anhört. Denn da es ja nach den Plänen der
EU-Strategen keine Nationalstaaten mehr geben wird und verfassungsrechtlich garantierte Bürgerrechte und Freiheiten auch nicht, gibt es auch keine freien Bürger mehr. Sondern, polemisch ausgedrückt, eine EU, die von einer Masse von Arbeitnehmern und Konsumenten bevölkert ist, die in Verfassung und Grundgesetz der europäischen Nation garantierten Rechte, Pflichten und Freiheiten des Bürgers werden durch einen weiteren Katalog von Werten und Gütern ersetzt, deren Rechtsverbindlichkeit zumindest in der Rede von Präsident Macron völlig im Unklaren bleiben. Ein weiteres Gemeinwohl, was er anspricht, ist der Frieden. Das ist schön, da würden wir alle zustimmen. Hier erwähnt Macron dezidiert das Europa der Verteidigung, das der NATO neue Impulse verleihen könne. Die tiefe Friedfertigkeit der NATO konnte man in den letzten Jahren in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und in der Ukraine gut beobachten. Kritiker würden möglicherweise einwenden, es sei nicht unbedingt notwendig und wünschenswert, dieser Art von Friedfertigkeit neue Impulse hinzuzufügen. Das dritte Gemeinwohl, was er anspricht, heißt Gerechtigkeit und Freiheit. Hierunter versteht Macron laut seiner Rede die Achtung der menschlichen Person, religiöser Toleranz und Meinungsfreiheit. Weiters kommen die Stellung der Frau, die Pressefreiheit, der Respekt für bürgerliche und politische Rechte dazu, die er als universelle Werte bezeichnet. Was wir hier von Präsident Macron zu hören bekommen, ist natürlich nur eine Proklamation, deren Ausgestaltung erst eine Beurteilung zulassen könnte. Wir können dazu nicht viel sagen, weil es erst nur in groben Umrissen dargestellt wird. Von einer unverbindlichen Absichtserklärung bis zu ausgearbeiteten Grundrechten, die auf diesen universellen fußen, ist noch alles möglich. Man darf aber aus historischer Sicht und aus den Erfahrungen der jüngsten Zeit mit ziemlicher Sicherheit erwarten, dass es mit den Freiheiten womöglich nicht so weit her sein könnte. Ein EU-Imperium oder, wie viele schon sagen, unter der vorgehaltenen Hand eine EU-DSSR schafft nicht das Wahlrecht ab, schafft das Wahlrecht ab, installiert eine von niemandem gewählte und kontrollierte EU-Governance, der Kommissionen und der Räte, tatsächlich ein wenig am Vorbild der UdSSR ausgerichtet, das war ja auch eine Republik der Sowjeträte, um sich von freien Bürgern dann doch wieder ausbremsen und hineinreden zu lassen? Nicht sehr wahrscheinlich. Bereits jetzt herrscht die EU-Kommission autokratisch gegen den erklärten Willen der Völker, zwingt die Mitgliedstaaten zu Gehorsam oder versucht es wenigstens, scheitert an manchen anderen Staaten, die das nicht mehr mitmachen, und reißt immer mehr Kompetenzen und Geldmittel an sich, um damit eine Binnen- und Außenpolitik zu machen, die über die Köpfe des Bürgerwellens und der Parlamente der nationalen Staaten hinweg rasiert. Man denke nur an die massiven Einmischungen in der Ukraine, das Aufzwingen der Flüchtlingsquoten, das Durchpeitschen der Lissabonner Verträge und den ESM. Die Freiheiten und Rechte, die in unser Grundgesetz uns garantiert, sind dann leider obsolet geworden. Grundrechte, die jedem zustehen, scheint es dann nicht mehr zu geben. Ich erinnere nochmal an das Wort von Jean-Jacques Rousseau: Freiheit ist, dem selbstgegebenen Gesetz zu gehorchen. Die Menschenmasse im kommenden EU-Imperium wird sich keine Gesetze mehr selbst geben, sondern sie von oben aufgezwungen bekommen. Zu den Arbeitnehmerrechten bleibt anzumerken, dass Macron in dem Teil der EU, also known as Frankreich, dem er vorerst noch als per ausgeübter Präsidentenwahl handlungsbefugt ist, einen schmerzhaften Einschnitt an den umfangreichen Arbeitnehmerrechten der Franzosen vornehmen wird. So stellt er fest, dass Frankreich nach dem Fall der Berliner Mauer den Anschluss an die neue Zeit der Globalisierung verpasst habe, was umgehend zu ändern sei, und zwar über die Beschneidung der Rechte der Arbeitnehmer in Frankreich. Die Franzosen haben bisher ihre sicheren Arbeitsplätze, guten Löhne und Sozialleistungen erbittert, geben Dumpinglohndruck, Sozialabbau, Leiharbeit, gelockertes Kündigungsrecht und den globalen Raubtierkapitalismus verteidigt.
Diese Erfahrung mit den aufständischen Franzosen und den Gewerkschaften im Allgemeinen wird sicher in den neuen Regelungen der Arbeitnehmerrechte Eingang finden, die die EU-Eliten verfassen und erlassen werden. Sie werden das wahrscheinlich stark beschneiden. Die Arbeitnehmer werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den geplanten neuen EU-Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer viele schöne Worte und Phrasen, aber wenig verbindliche Rechte finden. Es heißt ja schon in der Rede von Präsident Macron, Schutz der Arbeitnehmer und nicht Rechte der Arbeitnehmer. Schutz wird gewährt und wird von oben ausgeübt. Gesetzlich garantierte Rechte sind eine mächtige Waffe in der Hand der Arbeitnehmer, damit sie sich selber schützen können. Es sieht nicht danach aus, dass das gewünscht ist. Und wenn es nicht gewünscht ist, wird es auch nicht geben, da es keine Wahlen, folglich keine Abgeordneten, folglich keine Parlamente und daher auch keine von den Volksvertretern geschaffene Gesetze mehr gibt, bei denen freie Bürger mit Wahlrecht mitreden könnten. Die energische Inanspruchnahme der Arbeitnehmerrechte durch die Franzosen brachte der Wirtschaft Frankreichs in der Tat Nachteile im globalen Wettbewerb ein, weil der Globalismus nun mal leider nicht menschenfreundlich, sondern konzernfreundlich ist. Macron bügelt über diese Tatsache elegant hinweg, indem er unter souveräner Missachtung dieser Tatsache postulierte, um das Land wieder aufzubauen, sei es, ich zitiere wörtlich, absurd zum überholten Konzept der nationalen Souveränität zurückzukehren. Au contraire, man müsse nach vorn und dem Fortschritt folgend sich der Globalisierung öffnen unter dem Motto, unsere Souveränität ist Europa. Das rief er den Zuhörern zu. Was das bedeutet und was das für eine Linie ist, die seit Anfang des letzten Jahrhunderts ziemlich strikt durchgezogen wurde, möchte ich jetzt hier an einem sehr eindrucksvollen Beispiel zeigen. Die Ideen nämlich der IG Farben als wesentlicher Faktor für die Konzernnähe der Brüsseler EU. Die Nähe der imperialistischen Pläne der IG Farben noch aus der Zeit des Nationalsozialismus und der Pläne der Brüsseler EU für ein globalistisches Großkonzernimperium sind sehr schön an einem Namen als Beispiel zu verdeutlichen, den kaum jemand kennt. Walter Hallstein. Schon die Nationalsozialisten planten ein Großreich Europa, ein Imperium von Lissabon bis weit in den Osten Europas, vom Nordkap bis runter nach Sizilien. Die Planungen liefen natürlich lang im Vorhinein an und man setzte sich mit den großen Unternehmen der Wirtschaft zusammen. Federführend war hier das Öl- und Pharmakartell IG Farben. Einer der wichtigsten Leute war der prominente Anwalt Walter Hallstein, der von 1901 bis 1982 lebte. Er war einer der Chefplaner der wirtschaftlichen, rechtlichen und administrativen Strukturen eines Nachkriegseuropas, wie es sich die Nationalsozialisten vorstellten, was dann bekanntlicherweise nicht funktionierte. Aber Waldstein hatte an der von der IG Farben finanzierten Privatuniversität Kaiser Wilhelm Institut studiert. Hier wurden die Juristen und Wirtschaftsexperten ausgebildet, die man für die Konstituierung des neuen Großreiches nach dem gewonnenen Zweiten Weltkrieg brauchen würde. So die Nationalsozialisten. Nun, bekannterweise wurde zwar aus dem Plan des deutsch-europäischen Großreiches nichts, doch auch nach 1945 war das Kartell IG Farben und seine Nachfolger BASF, Bayer und Hoechst sehr mächtig. Und man agierte schon damals global. Mit den Nazis als militärischen Arm des europäischen Imperiums hatte es nun mal nicht geklappt. Aber noch war nichts verloren. Der Governance- und Militärpartner wechselte, die Strategie blieb dieselbe. Der nächste Versuch startete in einem Büro in Brüssel. Nicht ganz 10 Jahre nach Kriegsende saß als Vertreter der Großkonzerne der erprobte und versierte Walter Hallstein im Büro der Brüsseler Lobbyisten. Dabei blieb es nicht.
Walter Hallstein, der Anwalt von IG Farben bis 1945, einer der Chefstrategen für das europäisch-deutsche Großreich, wurde wenig später von den Interessensgruppen der Großkonzerne als Kandidat für das Amt des ersten Präsidenten der EU-Kommission ausgewählt und gewählt. Wahrscheinlich hatte kein einzelner anderer Mensch die Ausgestaltung und Ausrichtung der EU von einem freiwilligen Staatenverbund hin zu einem Imperium der Großkonzerne so nachhaltig, so sehr beeinflusst und geplant wie Walter Hallstein. Es ist nur einer. Sein Auftrag von Anfang an sollte er die Entwicklung der Brüsseler EU bis hin zu einem EU-Imperium nach den alten Plänen, die man schon mit den Nationalsozialisten durchziehen wollte, umzusetzen. Europa sollte hinter den Kulissen fürs Volk von den Großkonzernen regiert und geformt werden. Nationalstaaten und Grenzen, Verfassungen, Grundgesetze und Bürgerrechte, insbesondere Arbeitnehmerrechte, sind da nur im Weg. Das verkompliziert die ganze Sache, kostet Geld, Nerven und Zeit und erschwert die Lohn- und Gehaltsvereinbarungen ungemein. Die Völker sollen arbeiten und konsumieren. Beinharte Konkurrenz um Arbeitsplätze zwingt die Menschen dazu, den Arbeitsmöglichkeiten hinterherzuziehen, zerstört Familien- und Freundschaftsbande, macht Menschen verwundbar, einsam und vom kargen Verdienst abhängig und damit ausgeliefert. Zuwanderung verschärft die Konkurrenz. Der Weg, den es jetzt einzuschlagen gilt, das ist der Weg des Rechts. Noch haben wir Nationalstaaten, noch haben wir in Europa Verfassungen und die Deutschen ein sehr gutes Grundgesetz mit umfänglichen, garantierten Rechten und Freiheiten. Stellen Sie sich einmal vor, 8 Millionen Deutsche, schon länger hier Lebende und neuer hier Lebende, nicht nur Bio-Deutsche. Stellen Sie sich vor, 80 Millionen kennen ihre Rechte und fordern sie friedlich und entschlossen, unnachgiebig ein. Die Mittel sind vielfältig, die wir zur Verfügung haben. Von friedlichen Massendemonstrationen über Klagen, von NGOs, die wirklich aus dem Volk kommen und nicht von Multimilliardären gesponsert, bis zu Proklamationen, Artikeln, Briefe, Anrufe an die Abgeordneten und Politiker, Anzeigen gegen Politiker, die das Grundgesetz mit Füßen treten, beschweren wir uns, demonstrieren wir, rufen wir unsere Abgeordneten an, unterschreiben wir Petitionen, zeigen wir echte Zivilcourage. Da ist vor allem der Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz mit dem Bekenntnis des deutschen Volkes auf Grundlage der unantastbaren Menschenwürde zu unverletzlichen und unveräußerlichen universellen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Diese Vorschrift verpflichtet uns und befähigt jeden Deutschen, auch mit Migrationshintergrund, sich aktiv für diese universellen Menschenrechte und den Frieden zu engagieren und diese auch zu schützen. Und wir haben die Rechtswegsgarantie, Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, das dem unantastbaren Strukturprinzip Rechtsstaatlichkeit am nächsten stehende Grundrecht. Als allerletztes Mittel, und ich möchte betonen, als allerletztes Mittel, und auch nur wenn und insoweit die Ordnung des Grundgesetzes oder Teile davon, das heißt eines oder mehrere Grundrechte beziehungsweise eines oder mehrere der Strukturprinzipien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatsgebot, Föderalismus, wenn davon eins wirklich selbst bedroht ist, enthält das Grundgesetz im Artikel 20 Absatz 4 für alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und das gilt auch nur, soweit eine Widerstandslage reicht. Noch ist Abhilfe möglich. Die Deutschen müssen nur wollen und Mut zeigen. Nutzen wir alle rechtmäßigen und friedlichen Mittel. Unser Grundgesetz gibt uns das Recht, ja sogar die Pflicht. Wir sind Bürger. Wir wollen unsere Grundrechte und bürgerliche Freiheiten und die lassen wir uns nicht nehmen. Gemeinsam erreichen wir das. Dankeschön.